natürlich, meine Güte, ein bisschen Lokalpatriotismus. Ja, und vor allem Christian und Rick, Deutschland schon auf Europameisterschaften vertreten. Bei WM ist immer ganz weit vorne mit dabei, war schon letztes Jahr mit, vorletztes Jahr, auf der WM. Und die Erfahrung, die haut er natürlich jetzt hier bei der Lokalmeisterschaft in den Parcours. Das zählt man schon. Das ist jetzt richtig toll drauf von Christian und Rick. Das sage ich, das gibt die erste Relevanz. We're going to get the first clear round in Large. Es wäre der zweite Platz gewesen, wenn denn da nicht diese Stange. Ach, ihr kennt's. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, jetzt geht's aber direkt weiter mit Christoph Prinz und Kuhn. Wir können schnell und vor allen Dingen fehlerfrei. Jetzt ist die Frage, schaffen Sie das? Ich sage ganz klar, ja. Und wo bleibt die Zeit? Dann am Ende stehen super enge Wände. Ja, alle 14. Der Kuhn, geführt von Christian Prinz. Und die Zeit sieht gut aus. Wo bleibt sie stehen? Wird es eine neue schnellste Zeit? Jawohl, und das ist sie, die erste Zeit. Christian Prinz, er muss den Lauf jetzt einfach in die Wertung bringen. Aber er zeigt uns ja einfach, welche Effektivität in diesem Team steckt. Aber wir wollen natürlich auch mal hier rüber gucken zu dir, zu Sandra, Michael. Was ist bei dir los? Die Stange ist gefallen. Ja, der Christian, der zieht das hier runter, als wäre es das Normalste von der Welt und kommt ins Ziel. 26:09. Scheiße, wir haben schon wieder das nächste Biss. Ja, hier sehen wir einfach Souveränität, Coolness und Effektivität bei Christian Prinz und Wink. Das lässt er sich doch jetzt nicht mehr nehmen. Der Weg zum Achtelfinale für Christian und Wink mit seinem zweiten Hund. Ja, das kann man nicht mal besser machen. 24. Stadt
dann gefahren bei ihr. Jetzt ist noch alles in Ordnung, aber jetzt muss er natürlich den Fokus, die Spannung, das muss er jetzt hochhalten. Er hat mir ja schon Vorsprung, aber er hat